Derelik. Derelik Entertainment präsentiert. A New Beginning, Final Cut. Willkommen zu einem neuen Let's Play, live auf Twitch, dem Zwergenfürst. Wir spielen im klassischen 4:3 Format, wie es ausschaut. Wir spielen A New Beginning, Final Cut mit dem Zwergenfürst. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Ja, hauen wir ne? Spielen wir, starten ein neues Spiel. Begeben wir uns in ein neues Abenteuer. Mit A New Beginning, ein weiteres Daedalic Entertainment Game. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Los geht's! Hast du die Uhr im Blick, Gefreiter? 300 Sekunden und kein Spielraum. Und vergiss nicht, schau niemals direkt in die Sonne. Bist du bereit? Was? Noch 280 Sekunden. Verdammt! Mein Messgerät scheint defekt zu sein. Nein, ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Wir haben gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten 2 Wochen, vergleichbar mit der Oswald-Eruption von 2113. Wir wissen alle, dass das Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddy. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phönixplan? Wir könnten entkommen. Der Phönixplan ist kein Evakuierungsplan, Hardy. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in 2 Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Der Weltuntergang steht bevor. Den Schritt zurück. In die Vergangenheit. Zurück in die Vergangenheit. A New Beginning. Prolog. Okay, die Musik hat ein bisschen abrupt geendet. Ah, verflucht. Nicht schon wieder. Ich hoffe, ich habe noch genügend Ersatzteile. Es hört einfach nicht auf, was? Dann wollen wir mal sehen, was mit dem Ding nicht stimmt. Wünschen Sie eine Einführung in die Steuerungsmodalitäten? Ja, ich möchte ein kleines Tutorial haben. Schadet nie. Wegen Sie den Mauszeiger auf die Klappe der roten Maschine und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Warten Sie erst, bis die Steuerungsmünze eingerastet ist. Bewegen Sie dann die Maus nach rechts, um zum Befehl öffnen. Lassen Sie erst dann die Mauszeiger wieder los. Ja, kleine, es ist Point-and-Click-Adventure.
man kennt's. Steuerung ist eigentlich nicht weiter der Rede wert. Und lass uns das mal erklären. Auf diese Weise lassen sich Objekte auch näher betrachten. Sehen Sie sich doch den Motor mal genauer an. Nehmen Sie diesmal auf Verb ansehen, auswählen. Die ist offen. Der Fokker. Können wir uns auch angucken. Mein Fokker. Die ist offen. Aha. Da haben wir ja das Problem. Der Keilriemen ist gerissen. Wo finde ich denn jetzt einen Ersatz? Mit Ihrem neu erlangten Wissen sollten Ihnen nun ein leichtes sein, den gerissenen Keilriemen zu entfernen. Der ist hinüber. Vielleicht lässt er sich noch reparieren. Okay, Sie tragen den Riemen nun bei sich. Drücken Sie kurz die rechte Maustaste, um Ihr Inventar zu öffnen oder zu schließen. Versuchen Sie nun, den Riemen im Inventar über die Steuerungsmünze zu verknüpfen. Ein klassisches Point-and-Click. Naja, wie man's kennt. Ein Versuch ist es ja wert. So ein verknoteter Keilriemen, den können wir jetzt bestimmt. Drücken Sie nun mit der linken Maus kurz auf den Riemen im Inventar und die Maustaste. Anschließend mit dem Objekt auf den Laufträger des Motors. Klicken Sie ein zweites Mal. Ich habe einen Knoten in den Riemen gemacht. Mhm. Aha. Ob das hält? Wir werden sehen. Schließen. Aktivieren Sie nun den Funker. Aktivieren. Stopp. Ach, das war's. Der Riemen ist wieder gerissen. Es führt wohl kein Weg dran vorbei. Ich brauche einen Ersatz. Finden Sie nur einen Weg, den Fogger richtig zu reparieren, jedoch nicht hier und auch ohne mich. Nehmen Sie Ihren Mauszeiger über die Treppe zu Ihren Rechten, klicken Sie einmal kurz und lassen wir das Abenteuer beginnen. Hurra, Tutorial überstanden. Auf geht's. Nicht gerade die richtige Farbe für einen Sargdeckel. Warum so gleich so pessimistisch? Dann machen wir noch eine Angel. Früher sind wir jeden Sommer hergefahren. Meta hatte die Hoffnung, dass wir hier zusammen alt werden. Von diesem Traum ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch das Haus und ich. Meta? Ich kenne einen Twitch-Streamer. Das heißt, okay. Dass der hier mitspielt, wusste ich nicht. Hier und ja, wie immer in Point-and-Click-Adventures, der Klick auf die Leertaste zeigt uns unsere Optionen an, die wir haben. Im Fernsehen läuft ja nur Schwachsinn. Naja, wenigstens ist mein Kopf dann leer, wenn ich schlafen gehe. Man kennt's. Das Menü gerade mal ausblenden. Chaos auf den Straßen von Oslo. Heute Vormittag um 11 stürmten gewaltbereite Demonstranten die Europazentrale der Internationalen Energieaufsichtsbehörde. Damit protestierten sie gegen die geplante Lizenzverlängerung von insgesamt 7 Kraftwerken des umstrittenen Energiekonzerns Indus Industries. Im Zuge der Belagerung gelang es einigen militanten Autonomen, sogar Geiseln zu nehmen. Dazu ein Sprecher der Behörde. Wir waren von Anfang an offen für einen friedfertigen Dialog. Aber die momentane Lage zwingt uns leider dazu, hart durchzugreifen. Die Aktivisten müssen einsehen, dass sie mit ihren illegalen, extremistischen Aktionen keine politischen Entscheidungen erzwingen können. Wenn diese Aktion überhaupt einen Einfluss auf das Urteil hat, dann einen gegenteiligen. Während die ersten Verletzten abtransportiert werden, bereitet sich die Polizei auf eine lange Nacht vor. Eine der längsten Nächte im sonst so friedlich. Und so dreht sich die Welt auch ohne mich weiter. Hm. Ah ja. Ein sehr politisches und sehr, ja, auch
Vielleicht auch an manchen Stellen Spalten des Abenteuers. Was da sehr, ja, sind ein sehr kontroverses Thema hier, was angegangen wird. Und auch ein sehr, immer noch sehr aktuelles Thema, wo das Spiel bestimmt schon ein paar Jahre alt ist. Das sind Selbsthilferatgeber, die mir Dr. Angust empfohlen hat. Ich frage mich, ob sie die selbst liest, bevor sie die weiterempfiehlt. Das Thema könnte nicht aktueller sein. Ich bin doch kein Schraubenzieher. Wege aus dem Workaholismus von Gunnar Larsson. Ich weiß nicht. Ein Schraubenzieher hat wenigstens einen Nutzen. Ja, auf Tisch. Manchmal bekomme ich Besuch von Dr. Angust. Deswegen der zweite Stuhl. Ich mache später Pause, wenn der Fogger repariert ist. Okay. Unser Sonnenurlaub in Italien. Meta strahlt wie eh und je. Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Tja, da war Meta. Es tut mir leid, Meta. Am Ende habe ich uns beide geopfert. Für eine Vision, die niemanden mehr interessiert. Selbst in Italien war ich in Gedanken bei der Algenforschung. Ich sehe es an meinen Augen. Ja, was haben wir so in der Bar oder im Kühlschrank? Oh, die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Oh, wer sollte... Das hatten wir auch. Ja, mein Kühlschrank. Wenn ich nicht zum Essen in die Stadt fahren würde, käme ich nie unter Leute. Ein voller Kühlschrank wäre da sozialer Selbstmord. Ein trauriger Anblick. Ja. Rapsöl. Bis vor wenigen Jahren hat es nur als Lampenöl gelangt. Heute benutzt man es auch für den Salat. Und um die schlechte Energiebilanz von Biotreibstoffen zu belegen. Okay, wir haben was im Inventar. Pflanzenöl haben wir im Inventar. Darin ist nur das Notwendigste. Können wir zunächst jetzt Kaffee mitnehmen? Tja, sieht nicht so aus. Ich räume das morgen weg. Der Abwasch nicht gemacht, die Flaschen stehen noch rum. Tja, zu realistisch. Das sollte ich mal machen, aber nicht heute. Schlafkugel. Mein Bett. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duvis Koje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Tja. Mein Bett. Das sind die Bücher, die mir Dr. Angust ans Herz gelegt hat. Ich habe sie hier neben das Bett gelegt, um die Chance zu erhöhen, dass ich mal reinschaue. Und? Wahrscheinlich nichts gebracht. Oh, die Flaschen sind... Wer sollte sie auch wegbringen? Ja, das hatten wir schon. Dann gehe ich gleich mal raus. Vielleicht können wir im Keller mal nachgucken. Tja, die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Ich hatte an dem Tag so viel getrunken, dass ich nicht einmal mehr weiß, wo ich den Schlüssel versteckt habe. Den müssen wir jetzt finden, oder was? Ich habe Dr. Angust gesagt, dass ich Angeln unerträglich finde. Daraufhin hat sie mir die Reuse empfohlen. Ich habe schon alles versucht, aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Ah, ja. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt, aber noch schwimmt es. Muss ja. Das Boot aber noch schwimmt. Ich habe schon alles versucht, aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Liegt Müll.
das gehört heutzutage leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Früher hätte ich das noch gemacht, aber spätestens in einer Woche sieht es hier wieder genauso aus. Die reinste Sisyphos-Arbeit. Da können was tun sein, was du für den Fonger brauchst. Gibmen Arbeitsöl. Früher sind wir jeden Sommer hergefahren. Meta hat von diesen nur noch das. Tja. Windvogel. Er frisst die Schädlinge im Holz. Leider nicht schnell genug. Im Sommer hat Meta oft allein unter dem Baum gesessen und gelesen. Schade, dass ich ihn fällen muss. Der Winter wird kalt. Das macht mein Rücken nie im Leben mit. Ja. Weg damit. Rapsöl. Bis vor wenigen Jahren hat es nur als Lampenöl gelangt. Heute benutzt und um die Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Jetzt bräuchten wir noch. Ich drehe mich im Kreis, womit ich dem Keilriemen eines voraus hätte. Bricht mal Keilriemenersatz. Ich drehe mich, womit ich. Ich hätte auch nochmal unten nachgucken. Einen Schlüssel fürs für den Keller finden. Ich mache später. Ja. Mein Bett. Irgendwas, was wir hier noch untersuchen können. Oh, wer sollte sie auch? Bist du im Bücherregal? Tausend und ein Rezept für fettarme Salate von Frieda Runheim. Dr. Angust verspricht sich davon, dass es meine Perspektive auf die Ölkrise aufhält. Mhm. Und nun? Ja, da würde ich nicht reingucken in den Schrank. Darin ist nur das Notwendigste. Ja. Kühlschrank. Ein trauriger Anblick. Ja. Ich räume das morgen weg. Also. Was kann man tun? Hier wohl nichts mehr. Ich gehe mal wieder raus. Draußen haben wir nur die Röse und den Müll. Die Röse will er nicht mitnehmen. Haben das Bild schon angeschaut? Mein Team auf der Atlas 11. Wir dachten wirklich, die Zukunft der Welt war auf unseren Schultern. Sehe was. Ein
Ausbildung. Das sieht mir doch verdächtig nach. Na, sieh mal einer an. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ihn hier versteckt zu haben. War ich denn wirklich so betrunken? So, dann schließen wir mal auf und holen was für den Tricker. Tja, die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Zum Glück haben wir einen Schlüssel. Der Schlüssel zu meinem alten Leben. Manche Dinge wird man nicht so leicht los, wie man es sich wünschen würde. Mann, wie lange war ich hier unten nicht mehr drin? Na dann, hinein mit uns. Ja, dann können wir angucken. Hier liegt mein altes Leben begraben. Dann blicken wir es wieder auf. Dann wollen wir mal sehen. Oha. Den kleinen Schuppen habe ich für Duwe und Meta gebaut. So waren mir ihre Sachen beim Arbeiten nicht im Weg. Ein Fahrradschlauch. Das könnte doch was sein. Duwes Fahrrad, das alte Ding. Wie wir damit zusammen den Fjord runtergefahren sind, die Küste entlang, runter zum Meer. Die Atlas wurde damals gerade umgebaut. Und während ich auf meine neuen Aufgaben wartete, hatte ich alle Zeit, um dem Jungen ein guter Vater zu sein. Schon komisch, wie sich alles verändert. Duwes Fahrrad, das alte Ding. Wie wir damit zusammen den Fjord runtergefahren sind, die Küste entlang, runter zum Meer. Die Atlas wurde damals gerade umgebaut. Und während ich auf meine neuen Aufgaben wartete, hatte ich alle Zeit, um dem Jungen ein guter Vater zu sein. Schon komisch. Kommt mir bekannt vor. Nicht ohne das entsprechende Werkzeug. Natürlich. Schon komisch. Tja, dann gucken wir mal, was wir Werkzeug finden. Gehen wir kurz in die Optionen. Die Musik doch ein bisschen leiser. Studien zur Photosynthese, Baupläne für Gewächshäuser. Chemische Daten. Ich kenne sie alle auswendig. Als Meta gesehen hat, dass ich meine Akten mit in den Urlaub nehme, hat sie nur gelacht und gesagt, solange mein Büro zu Hause ist, kann ich wenigstens keine Affäre mit meiner Sekretärin anfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte mich mal angeschrien, anstatt mich immer bei allem zu unterstützen. Eine Spinne am rechten Bild. Am rechten Bildrand. Die war da verschwunden. Passend. Sie ist um kurz vor 12 stehen geblieben. Die Symbolik ist beunruhigend, aber bis in alle Ewigkeit 5 vor 12 ist immer noch besser als irgendwann. Okay. Wie viele Sommernächte ich hier unten saß und auf Algenzellen gestarrt habe. Habe ich wirklich mal geglaubt, ich könnte die Welt verändern? Die Versuchung ist groß. Aber ich habe Barney und Dr. Angust versprochen, meinen Ruhestand zu genießen. Genießen, klar. Tja, eine Kommode vielleicht. Da war mal mehr Laborausrüstung drin. Das meiste hat Barney wieder zur Station zurückgebracht, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme und weiterarbeite. Hey! Da war ein Schraubenzieher drin. Dich nehme ich doch mal mit. Da ist nichts mehr drin, was ich brauchen könnte. Okay. Da war mal noch mehr Labor aus. Das meist. So, na dann wollen wir mal. Der Schraubenzieher aus meinem Keller. Seltsam. Der Anblick von Werkzeug beruhigt mich irgendwie.
Mal sehen. Oha. Was haben wir denn da? Hallo? Mist. Ja? Ben Svensson? Das ist mein Name. Warten Sie. Ich komm schon. Na, dann erzählen Sie mal. Was schleichen Sie hier rum? Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das wollte ich nicht. Bist du Ben Svensson? Ja, schon, aber... Worum geht's denn? Ich brauche deine Hilfe. Dann sind Sie hier falsch. Ich bin im Ruhestand. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, gut. Aber lassen Sie mich zuerst meine Arbeit beenden. Ich lasse nur ungern Sachen unerledigt. Kennen wir uns? Ich kenne deine Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich dringend mit dir sprechen muss. Nichts ist so dringend, als dass man sich nicht vorher anmelden könnte. Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Er gehört einem Freund, glaube ich. Netter Aufzug. Kommen Sie vom Militär? Nein, ich bin von einer anderen Organisation. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber... Je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie. So, wir haben Fahrradschlauch, den können wir jetzt am Vorgang. Ein alter Fahrradschlauch. Mist, zu lang. Tja. Können wir den kürzer machen? Der Schlauch ist zu lang. Kürzen können wir den wahrscheinlich nicht. Und da finden wir irgendwas anderes im Keller. Ja. Das Rad können wir vielleicht nehmen. Die Arbeit hat ihn jetzt wie ein Ge- Der Schraubenzieher hat hier ausgedient. Ah, wie wird die Art? Und während ich... Schon komisch. Wie viele Sommer nicht. In der Kommode noch mal nachsehen. Da ist nichts mehr drin, was ich brauchen könnte. Das ist schlecht. Verzeihung. Können wir hier vielleicht irgendwie... Vielleicht mit dem Schraubenzieher noch irgendwas. Die Arbeit hat ihn kaputt. Jetzt ist wie ein Ge... Ich wüsste nicht, wo ich ansehe. Selbst wenn der Schraubenzieher in Ordnung wäre, das Gewinde ist im Eimer. Schraube rausziehen. Die ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Weg damit. Jetzt haben wir eine Schraube rausgezogen. Mitnehmen können wir nicht.